Die erste Folge der neuen Staffel Game of Thrones ist bereits gelaufen. Aber wo ist unser Exportschlager Tom Vlaschia? Im Rahmen seines neuen Films Berlin Falling haben wir den Schauspieler getroffen und nachgefragt. Bist du in Staffel 7 dabei? Aber ich möchte jetzt wirklich das Interview zum Anlass nehmen, hier, um jetzt zum ersten Mal zu sagen, ob ich dabei bin oder nicht. Ich weiß es nämlich nicht. Du, in meinem Alter vergisst man noch mal Dinge. Wie bist du zu Game of Thrones gekommen? Als ich in der Serie besetzt wurde, in der zweiten Staffel, da war die erste noch nicht gelaufen. Ich hatte weder von dieser Serie was gehört, noch kannte ich die Bücher. Ich hatte ein Casting und da hieß es amerikanische Fantasy-Serie mit Drachen und so. Und dann dachte ich, naja, klingt jetzt nicht so dolle, aber Casting macht man halt. Und dass das dann über die Jahre so riesig geworden ist, das ist natürlich toll. Ich meine, für einen Schauspieler, also aus der Perspektive eines Schauspielers ist das super, weil wenn dein Name bekannt wird in dem Maße, bekommst du dann in dem Geschäft natürlich auch andere Angebote und andere Möglichkeiten zu arbeiten. Und das ist für mich das Einzige, was zählt. Ja? Also natürlich gefällt mir auch, in so einer Serie drin zu sein, die wahnsinnig gut gemacht ist, die gut erzählt ist, die für so Fernsehen, was viel geschrieben wurde, neue Maßstäbe gesetzt hat. Das ist so der Bonus, aber so im Grunde ist es einfach ja, ein gutes Gefühl.